Hi Leute, ich bin der Lucien, das ist der Tobi. Wir sind in Frankfurt am Main bei der Eurobike auf dem Falterstand. Genau, wir nehmen euch jetzt mal mit so durch das Programm von unserer Hausmarke. Könnt ihr mal mit uns ein bisschen nach den neuen Rädern gucken. Und da können wir eigentlich schon gleich sagen, das ist relativ spannend, weil es mal nicht so teuer ist, ne? Genau, dieses Jahr ist es besonders interessant. Wir haben vielleicht in den letzten Jahren oder nicht so viele Videos von der Marke gemacht, weil das ja, waren halt so die klassischen Bikes, Bosch Motor, früher noch mit Shimano und gut war's. Aber die haben dieses Jahr wirklich mal einen rausgehauen. Und zwar sind die günstiger geworden, besser geworden im Sinne von größerer Akku, mehr Ausstattung. Und da haben wir gesagt, komm, wir gehen mal einmal mit euch durch, wie wir es immer so machen und machen mal so eine Art Blick hinter die Kulissen. Wir machen jetzt nicht hier krass Modellvorstellungen, sondern gehen einfach durch, reden über die Modelle und dann seht ihr ja, was wir davon halten. Und was wir uns dabei denken, wenn wir das Zeug einkaufen. Genau. Fangen wir mal an. Hier hinter der Stange versteckt sich was, was ich gar nicht verstecken muss. Und zwar das neue E6.0. Ist von der Optik her, ist es ein schlichtes Tiefeinstiegs-Trekkingrad. Aber von der Ausstattung her, für den Preis, den wir hier haben, also wir sind 1 Cent unter 3000 Euro, ist tatsächlich ein super Preispunkt, muss man sagen. E-Bikes sind ja in den letzten Jahren durchaus teurer geworden. Aber da haben wir jetzt mal wieder einen Preis, da macht es richtig Spaß, die Dinger in den Laden zu nehmen. Wir haben das smarte System verbaut, wir haben 500 Wattstunden Akku hier unten drin, aber mehr als genug Platz für ein Upgrade. Also wer jetzt nicht unbedingt den Range Extender hier irgendwie noch dran modeln will, sondern gleich einen größeren Akku haben will, ist hier eben möglich. Ja, was haben wir noch an dem Rad? Ja, also wirklich noch mal kurz zum Akku. Hier passt mehr rein, aber wir fahren selber 500er Akku. Jetzt ist ja auch auf der Messe der Trend zu dem neuen 400er Akku von Bosch mit SX. Damit werden die meisten Leute 50, 60 Kilometer weit kommen. Ich sag mal so, mehr erlaubt meistens euch der Popo gar nicht, weil der dann auch einmal anfängt, auch mal sich zu melden, ne? Das heißt, super coole, spannende Sache, weil unter 3000 Euro Performance-Line-Motor mit 75 Newtonmeter, also der neue, also so stark wie der frühere CX, ne? Dann haben wir ein Rahmenschloss hier noch von Arbus dabei, dann hier eine Sattelstütze, ein breiter Sattel mit Griff, ne? Also das hier Rad ist wirklich super ausgestattet mit breiten Reifen, der neuen Shimano Goose oder Qs Schaltung, neuen Gang, ne? Das heißt, ihr könnt auch mal im Wald einen steilen Berg mal hochkommen. Ne, also an dem Rad fehlt es eigentlich an nichts, ne? Genau, also vielleicht so als Einstieg so jetzt sind, richtig cooles Bike, weil der Preispunkt ist echt spannend. genau, jetzt sind wir fast schon so ein bisschen in unser altes Muster verfallen, dass wir das auf das Rad so stark eingehen. Verstellbarer Vorbau und. Aber gehen wir mal zum nächsten Rad. Und jetzt gehen wir mal gucken, was jetzt steigert sich so langsam hier, ne? Von der Preislage her. Genau. 3.600 Euro sind wir hier. Größerer Akku, andere Rahmenart möglich. Das heißt, hier haben wir ja nur den Tiefeinstieg. Die Version fertig. Hier aber mit Trapez. Gibt es später, sehen wir es mit Diamantrahmen oder auch als Tiefeinstieg. Hier einfach der 600er Akku, ähnliches Rad wie vorher, ne? Ticken, ich glaube, hier sind es nicht 9 Gänge, sondern 10, müsste ich aber nachzählen. Wird wahrscheinlich so sein, ne? Genau, wird mit 10 Gespeck kommen, Stand jetzt. Ja. Kann sich noch ein bisschen was dran ändern, wird es aber in der Praxis eh nicht groß und werden. Ein Detail, was wir natürlich vergessen haben, hier haben wir CX-Motor. Also nochmal mehr Power, 85 Newtonmeter, also der stärkste Bosch. Motor, der Mountainbike-Motor im Magnesiumgehäuse, ne? Genau. Das heißt auch noch mal einen Ticken leichter. Hier die Premium-Version, das E10 750, der Name sagt schon, 10 für hohe Modellhierarchie. Und hier ist halt alles eigentlich drin, was Falter reinknallen kann, ne? Aber zu einem Preis von knapp über 4.500, unter 5.000, ja. Was fällt hier auf, Tobi? Genau, Kenner sehen es direkt schon an der Bremsscheibe und an dem Kasten hier vorne. Wir haben hier das neue Bosch ABS-System verbaut. Ist eine super tolle Geschichte. Ich kann jetzt vorne die Bremse einfach zuknallen, ohne hier irgendwie kontrolliert zaghaft bremsen zu müssen. Ich kann eine Vollbremsung machen und steige definitiv nicht über den Lenker ab. Das Ding reguliert das wunderbar. Und das ist das absolute Highlight bei dem Rad, weil bei dem Preispunkt, den wir hier eben haben, also 4.699,99, ist das Ding echt top ausgestattet. Kriegt kaum ein Hersteller hin, also mit einem Fernlichtlampe, Mattlack, verstellbarer Vorbau, Widerrahmenschloss, bessere Schaltung nochmal hier, Sattelstütze, Kiox 300. Luftfedergabel, wir haben die Mobi 34, wir haben bestimmt einiges noch vergessen, das Ding ist vollgeknallt. Also mehr hier auch noch den Haltegriff, ne? Also der 750er Akku, also ja,
Was will man noch mehr, ne? Genau, was man vielleicht mehr wollen könnte, wären andere Rahmenformen. Die gibt es auch hier wieder. Wir haben es als klassischen Herren-Diamantrahmen und auch mit abgesetztem Oberrohr, klassisches Darmrad bzw. Trapezrad so von der Rahmenform. Also hier ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei, von der Technik her genau dasselbe Rad. Jo, gut, jetzt ist es wieder in die Bereiche, wo wir die Modelle, also der Rahmen ist immer ähnlich aufgebaut. Nuancen sind dann anders, es ist vielleicht eine andere Farbe, von glossy zu matt, von matt zu glossy, von hell zu dunkel, immer das gleiche Spiel. Hier haben wir jetzt aber, fangen wir an, dass wir ein bisschen, eben haben wir mit dem Motor gespielt, ne, und mit dem Akku, hier spielen wir jetzt ein bisschen mit den Schaltungen, ne? Das fängt jetzt so langsam hier an. Also hier jetzt noch nicht, aber es kommt gleich. Ne? Genau, also hier haben wir jetzt erstmal wieder das E7 in den beiden Farben wieder. Also wir haben ja vorhin das Trapez schon mal kurz gesehen in diesem Grau, gibt es auch in diesem ja, Eschen-Sandfarben-Weiß, auch matt, ziemlich schick, haben wir euch vorhin schon gezeigt. Das ist wieder die Variante mit 625 Wattstunden Akku, CX-Motor, eigentlich auch schon fast alles dran, was man so braucht, zum richtig guten Preis. Genau, also das haben wir hier auch nochmal, das Sondermodell, sag ich mal, was wir eben euch für 3000 eingangs gezeigt haben, das, was wir eben, dieses Tiefeinstieg für 3, das allererste Rad, haben wir jetzt hier einfach nochmal mit diesem schönen Silber, Dunkelsilber in Trapez und in Diamant. Gleiche Rad, nur dass ihr noch die Möglichkeit habt, das mit einem anderen Frameset zu holen. Ne? Genau, gehen wir mal eine Tribüne weiter. Jetzt wird es auch langsam mal ein bisschen hier ruhiger und nicht mehr so voll, sonst laufen uns immer die Leute in den Weg und es ist ja sehr laut. Das heißt, nicht wundern, dass wir uns in anderen Videos so ein bisschen die Stimme erheben oder fast schon schreien, aber es geht nicht anders bei einer vollen Messe. Hier können wir jetzt mal normal reden. Auch ein hübsches Teil, ne? Genau, das ist jetzt so Kategorie klassisches Citybike. Wir haben eine Nabenschaltung, die mit einer Kette noch angesteuert wird. Wir haben den Active Line Plus Motor mit 50 Newtonmeter verbaut. Also das ist jetzt nichts für die steilen Berge, für anspruchsvollste Trekkingtouren, sondern eher sowas für den City-Bereich und ausgebaute Radwege, sage ich mal. 500 Wattstunden Akku wieder verbaut, aber auch verbrauchsarmer Motor. Macht in der Kombination auch durchaus Sinn und für 3000 Euro eigentlich auch eine klasse Geschichte. Ja. Gibt es so. Freilauf und Rücktritt. Das ist halt die Sache, wenn ihr einen Rücktritt haben wollt, ne, geht das halt nur mit dem. Und es gibt jetzt, ist schwierig mit dem CX da jetzt einen Rücktritt zu haben. Viele Leute sind es von früher gewohnt. Wir präferieren auch eher zu normalen Brakes, weil Rücktritt ist halt unsauber, weil der Fuß ist nicht so, kann nicht so schön das gefühlvoll wie machen wie mit den Fingern. Und wenn die Bremse hinten zugeht, ja, dann rutscht mal drum. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Jetzt wird es spannend, weil guckt euch mal den Preis an und was wir hier haben. Also das ist schon, normalerweise unter 5.000 geht da nichts. Nabenschaltung schon, so um den Preispunkt von 3.500, 4.000, aber meistens ist da eine Kette drauf. Und hier haben wir jetzt ein Trekkingrad mit einem Carbonriemen, einer Nabenschaltung für unter 3.500. Genau, also auch nach wie vor noch so Kategorie City, leichte Trekkingbikes. Im Prinzip ein Upgrade von dem Bike, was wir gerade gesehen haben. Hier halt einfach mit einem Riemen, der halt super pflegeleicht ist. Ja. Klar, 50 Newtonmeter muss man sich auch überlegen, reicht den meisten zwar schon so, ne, Active Line Plus, auch jetzt mit der neuen Best 3 System. So, jetzt kommen nochmal so interessante Modelle, die bei uns in den Laden mehr kommen. Das war jetzt alles so rein City, aber wir sind ja im bergigen Rheinland-Pfalz, Westpfalz, Kaiserslautern, da brauchen wir schon mal ein bisschen mehr Bums und deswegen sind das jetzt so Räder hier, 75 Newtonmeter, neuer Performance Line Motor. Leise, verbrauchsarm und trotzdem hier mit dem 600er Akku richtig gut ausgestattet. Das heißt, 100 Kilometer kommt man hier weit. Das für knapp ein bisschen mehr wie 3.500 ist schon eine Ansage. Ne? Genau, auch wieder klassische Narbe. Also Rücktritt möglich, Freilauf möglich. Fünfgang Nexus, die eben den starken Motor gut ab kann. Die Inter 5e. Jo. Einmal ein dunkelmatt hier und ein hellmatt. So. Hier wird es jetzt schon ein bisschen edler. Auch wieder gleiche Motorisierung, Performance Line, aber halt wieder mit dem Carbonriemen. Und hier sind wir auch eine Stufe über dem, was wir vorhin gesehen haben. Da war eher so im City-Bereich. Hier ist jetzt der CDX von Gates schon drauf, also das langlebige Teil, das wahrscheinlich das Rad überleben wird. Also es gibt bei den Riemen, wie ihr jetzt gerade so vielleicht festgestellt habt, auch nochmal Qualitätsstufen. Das heißt,
So ein normaler Riemen, der ist schon mal eine feine Sache, aber nicht jeder Riemen hält dann vielleicht 15.000, 20.000. Und wenn man so einen Gates-Riemen hat, dann kann das schon sein, dass der ein bisschen länger nochmal hält. Ja, Tobi hat, glaube ich, alles zu dem Rad gesagt. Gut unter 4.000. Wir haben die Specs halt gerade schon gesagt. Jetzt kommen wir in die Premium-Klasse. Das heißt, genau. Enviolo, zweitbeste Namensschaltung auf dem Markt. Einzige Schaltung, die den CX abhält, ne, mit der Roloff. Und da haben wir das E9.8 FL für Freilauf plus 750. Genau, und was der Kameramann hier gerade schon schön einfängt, es ist nicht die normale Enviolo, es ist die Enviolo Automatik sogar. Das heißt, ihr habt keinen Drehgriff vorne am Lenker, sondern ihr stellt eure Drittfrequenz, eure angestrebte, einmal ein und dann schaltet das Ding vollautomatisch. Und das zum Preispunkt von 5.600 Euro bei einem 180 Kilo Systemgewicht-Bike mit ABS. Also da fällt mir dann auch langsam nichts mehr ein, was man noch beim Trekking-Bike unterbringen kann. Hier ist sogar schon eine bei Schulz Sattelstütze noch verbaut. Ey, guck dir mal den Vorbau an. Ergotec 5 hier, ne? Das ist, hast du es gerade gesagt? Genau, Ergotec 5. Also das ist ja brutal. Beim 180 Kilo Bike ist das Ergotec 6 sogar. Ergotec 6 sogar. Also noch mal eine Qualitätsstufe höher, noch mehr Gewicht einstellbar und... Ja, also bei Schulz haben wir das schon gesagt. Also das Ding ist voll geknallt. G2 hier, die wir eigentlich immer nur nachträglich einbauen. Das ist eine Sattelstütze für 200 Euro, ne? Genau, wenn wir es nicht als Plus-Version nehmen, sondern als normale Version, sparen wir uns 500 Euro. Ihr seht es schon gleich, ist wieder eine andere Sattelstütze verbaut. Auch der Vorbau wesentlich sparsamer, aber mit Speedlifter. Also auch hier... durchaus sinnvolle Konfiguration und für 500 Euro weniger auch richtig gut ausgestattet. Ja, das heißt, die Leute, die sagen, ich habe einen Camper, Wohnmobil, ich kriege das Rad aber nicht immer perfekt rein, jetzt habt ihr die Lösung, ich kann den Lenker umdrehen, ganz schnell, ohne mit einem Imbus oder mit einem Werkzeug zu kommen und braucht dann jetzt nicht irgendwelche anderen Sachen zu machen. Genau, Plus-Version gibt es wie die andere auch in der Diamantrahmenform. 180 Kilo nochmal, Systemgewicht mit dem Rad halt, ne? Ja. Ich glaube, das hier ist nach wie vor eins von unseren Lieblingsbikes im Sortiment. Und jetzt kommt der Knaller. Das Ding da kostet normalerweise 5.000, ne? 625er Akku. Ne? Wenn ihr bis nächstes Jahr warten könnt, ne? Auch wenn ihr es vielleicht nicht braucht, ne? 750er, ne? Für den gleichen Preis oder sogar einen Ticken weniger. Ja, das wird wahrscheinlich in einem Jahr kommen. Das ist auch mal schön, dass die Preise sogar mal eine andere Richtung kennen, wie die ganze Zeit noch nur nach oben. Ne? Genau, 4.899 Euro, da sind wir jetzt wirklich 100 Euro runtergegangen, haben das Update auf das neue smarte System und auf die neue Rahmenplattform, die Kinematik doch nochmal deutlich verbessert. Mit der neuen Aufnahme und wie der Dämpfer hier eingesetzt ist, wird das mit Sicherheit sich noch eine gute Stufe angenehmer fahren. Ich bin mal gespannt, wir können es gleich noch draußen ein bisschen ausprobieren. Aber ich glaube, das Teil, das wird sich richtig lohnen. So, dann sind wir jetzt schon fertig am Fahrradstand. Aber jetzt hoffe ich mal, ihr seid alle noch dran geblieben und habt jetzt nicht irgendwie hier einen auf, das geht mir zu lang, das Video nach 5 oder 10 Minuten. Es lohnt sich nämlich noch am Start zu bleiben, weil wir haben natürlich das Filetstück für den ganz, ganz am Schluss uns aufgespart. Ich glaube, wir haben sogar zwei richtig spannende. Ja, wir machen zwei sogar da draus. Wir machen mal hier das. Jetzt denkt man sich hier, Kompaktrad, ja, schön und gut, ne? Aber der Knaller bei dem ganzen Ding ist der Preis. Ich sag den Preis noch nicht, oder sag mal, wir haben Performance Line. 75 Newtonmeter, der starke Motor, der jetzt geupdatet wurde. Mit dem neuen Best-3-System, das heißt größer Akku, 545 nochmal. Rahmenschloss, Riemen und eine Enviolo-Schaltung mit dem Drehgriff. Ne? Also es ist bei uns, bei den Trekking-Kompakträdern, die beliebteste Schaltung. Ne? Ich drehe das Ding, ihr kennt das Spiel. Ne? Wenn der Trigger festgeschraubt wäre, könnte ich auch hier ein bisschen was machen. Klingel, großes Intuvia-Display, so ein Rad, normal 4,5 oder so in dem Dreh. Ne? Und jetzt kommt der Knaller. Ich habe Speedlifter, ich kann den Akku von oben rausnehmen. Was ist es, Tobi? Wir haben für 3.499 Euro haben wir hier jetzt wirklich ein voll ausgestattetes Kompaktrad. Ihr kennt den namhaften Hersteller, den wir noch im Programm haben. Da müsst ihr weit, weit tiefer in die Tasche greifen. Ist tatsächlich absolutes Preis-Leistungs-Monster. Also das hier ist, irgendeiner kann gerne mal in die Kommentare schreiben, ob irgendein Hersteller das noch tappen kann. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage,
nett mit der Inveolo, nett mit den breiten Reifen, mit dem Akkumotor. Das ist das günstigste Kompaktrad in so einer hohen Ausstattung, was es überhaupt gibt. Weil alles andere ist von der Leistung her weit unter dem. Und jetzt das absolute Sahnestück auf dem Stand hier, auf der, ich will nicht sagen auf der Messe, aber es ist auf jeden Fall bei der kompletten Eurobike-Messe wird es in die Top 10 reinkommen, weil wir da auch ein sehr aggressives Preis-Leistungs-Rad. Genau. Das U8.0E. Genau, es ist klassifiziert als Urban Bike, daher das U. 8.0 zeigt schon, dass es ziemlich gut ausgestattet. Wir haben eine 11-Gang-XT-Schaltung verbaut, wir haben wieder hydraulische Scheibenbremsen verbaut. Wir haben ein sehr schickes Rahmendesign mit verschliffenen Schweißnähten. Also ihr seht hier kaum eine Naht irgendwo. Es ist alles wunderschön verarbeitet an dem Rahmen. Wir haben einen schön integrierten, aber trotzdem entnehmbaren Akku. Und ja, der Name, der sagt es schon, SX ist mit verbaut. Also der neue, leichte Bosch-Motor, 55 Newtonmeter mit einem 400 Wattstunden Akku. Also das Ding ist ein richtig, richtig leichtes Rad. Ja, also wir wissen es jetzt noch nicht genau, aber wir gehen davon aus, dass das Rad hier unter 20 Kilo wiegt, wurde uns halt so kommuniziert. Genaue Specs gibt es dann halt demnächst erst noch. Ja, guck dir mal an, das ist tatsächlich eine XT-Schaltung drauf, das ist halt schon mit 10 Gängen, glaube ich. Ne? 11 sogar. Gängen. Also das ist für ein City-Rad eigentlich schon overpowered. Ne? Du hast Licht drauf, du hast richtige Bleche hier, ne? Vorne wie hinten. Entnehmbarer Akku. Also das Ding für 3,5 kostet bei jedem anderen Hersteller 4 aufwärts. Ganz ehrlich. Also das ist schön schwarz-matt. Hier noch leicht gefederte Sattelstütze. Schreibt gerne mal rein in den Kommentar, was ihr von diesem neuen Portfolio haltet. Wir finden es wirklich enorm stark. Eins der absoluten Highlights, wo wir gar nicht mehr so damit gerechnet haben, dass die einfach um die Ecke kommen und knallen hier ein Ding nach dem anderen raus, weil die Räder sind günstiger geworden. Es sind neue, gute Modelle gekommen, in schönen Farben und in vielen, eigentlich in allen Rahmen. In allen Rahmenformen. Formen, ja. Also absolutes Highlight tatsächlich bei der Messe, der Stand von unserer Hausmarke. Ja, und die Räder haben wir ja schon in den letzten Jahren gehabt, immer super Qualität, vom Aufbau ordentlich. Also da könnt ihr wirklich euch schon drauf freuen. Da wird nächstes Jahr einiges von kommen, weil die Räder werden wir holen, weil das ist echt spannend. Ne? Genau. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Euch noch eine gute Zeit. Macht's gut, Leute. Ciao.